Surya Yantra eka Pada Malasana ist die Sonnenuhr in der einbeinigen Girlande. Surya heißt Sonne, Yantra heißt eigentlich Symbol, Surya Yantra wird oft übersetzt als Sonnenuhr, bezeichnet aber auch einen Kompass. Eka heißt Ein, Pada heißt Fuß, und Mala heißt Kette. Die Arme Arm mit dem Bein bildet wie eine Kette und insgesamt könnte das wie eine Sonnenuhr sein, so dass man sehen könnte, wie viel Uhr es ist. Die Stellung ist eine fortgeschrittene Gleichgewichtsübung. Du brauchst eine gute Körperkoordination, du brauchst starke Arme und Beine und auch eine Beinflexibilität. So ist diese Stellung eine sehr komplexe Stellung. Sehr gut, um allgemein Körperbeherrschung und Koordination zu kultivieren.